German is not my native language, but I have spent a lot of time in life working to learn German. I heard Bodo Wartke's version of Barbara's Rhubarb Bar or Barbara's Rhabarberbar, and I knew I had to learn it. It's kind of gone as a viral thing on TikTok. I told my wife I was doing this. She said, well, if you're gonna do it, you gotta wear your Lederhosen. You look good in your Lederhosen, so here I am. Es war einmal in einem kleinen Städtchen da, lebte ein Mädchen namens Barbara. Diese Barbara war im ganzen Land für ihren Arbeitskuchen Rhabarberkuchen bekannt. Ja, man könnte sagen, dass Barbaras Rhabarberkuchen ohne Wenn und Aber gar eine geradezu magische Erfahrung war. Abracadabra, tja, dieser Kuchen war geradezu bombastisch. Und die Nachfrage danach erstarkte drastisch. Barbara eröffnete noch im selben Jahr eine Bar und nannte sie Barbara's Rhabarberbar. In der Stadt gab es auch ein paar Barbaren, die hatten von Barbara's Rhabarberbar erfahren. Da sie vorhin jeden Tag bei Barbara waren, nannte man sie bald die Rhabarberbarbaren. In den Folgejahren ließen die Barbaren nach und nach ihr barbarisches Gebaren fallen. Sie waren, behauptete Barbara, fast noch sympathischer als Rhabarberbar. Aber die Barbaren waren stark behaart und hatten alle einen stupigen Barbarenbar gar nicht behaart. Daraufhin schickte Barbara ihre Barbarenfreundin zum Barbarenbartbarbier. Der frisierte den Barbaren sogar den ganzen Kopf in seinem Barbarenbarbarbier-Barbershop. Er war zwar ein fürchterlicher Laberkopf, aber der Bart war danach total tipptopp. Dort blühten die Barbaren ihren Barbarbier fein, nach getaner Arbeit noch in die Rhabarberbar ein. Und tranken sie gemeinsam an der Bar noch einem Bier, die Rhabarberbarbar und der Bartbarbier. Und essen dazu war jede Barberei ein Stück Rhabarberkuchen. Ich glaube, es waren zwei, ja, da wurden sogar ganz harte Männer in der Bar. Und das alles dann. Barbara für Barbara, drei Barbaren in der Barbarbier, saßen eines Abends in der Barbar in einem Bier, da kommt die Polizei, ja, wo wartet ihr? Drei Barbaren in der Barbarbier.